Also ich habe einen Plan. Wie mache ich das so? Ich werde jetzt den gut alten Sado erstmal heilen. Andererseits könnt ihr aber auch angreifen. Schau mal meine Kettensäge. Wow, da hat eine Kettensäge. Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play. Oh, ich bin ja noch vergiftet. Let's Play. Final Fantasy 6. Wir sind hier mit Araba, Valos, Terra und Sado in der Höhle, die sich unter der Festung, ach, wie heißt sie noch gleich? Name entfallen. Ne, ich muss gerade passen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Peinlich, ne? Die heißt irgendwas mit F. Ich komme gerade echt nicht drauf. Sorry. Und ja, mal gucken, was wir hier so finden werden. Außer einer Truhe. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und vor allem bin ich auch sehr gespannt, wie das aussieht, wenn der gute alte Araber attackieren wird. Tsunami. Mimen. Und ich muss noch ein bisschen mit Terra wieder reinkommen, was das Kämpfen angeht. Kettensäge. Ah, der haut nochmal rein, okay. Der macht wahrscheinlich immer das, was seine Vorgängerin macht, sozusagen. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich Magie einsetze. Rasierschwinge erhalten. Hört sich ziemlich cool an. Okay, hier geht es anscheinend weiter. Nicht, dass ich was verpasse. Der leuchtet immer so blöd und guckt immer so in der Gegend rum, oder? Der eine Typ da. Der Go-Go. Go-Go Gadget. Und Magie. Ja, wir haben leider noch nicht die coolen Magie-Attacken drauf. Aber sei es drum. Kettensäge instant? Ja, sehr schön. Ja, das sind immer solche Attacken, wo ich denke, warum? Warum? Der arme Sado. Oh nein, wir müssen etwas tun. Also ich habe einen Plan. Wie mache ich das so? Ich werde jetzt den gut alten Sado erstmal heilen. Andererseits könnt ihr aber auch angreifen. Schau mal meine Kettensäge. Wow, da hat eine Kettensäge. Sag mal, Araber, spinnst du? Das ist mein Angriff. Nee, ich spiel sicher nicht. Denn ich bin eine Person, die gerne andere Leute nachmacht. Das musst du akzeptieren. Hast du mich verstanden? Ja, natürlich, aber das heißt noch lange nicht, dass du meine Fähigkeiten ausnutzen darfst. Das ist aber keine Fähigkeit. Das ist lediglich ein Angriff. Und den kopiere ich mir. Mir geht schon besser, Mann. Danke, Celeste. Ich meine Terra, sorry. Kein Problem. Todeskarten. Genau das Richtige für Xella. So, ich glaube, ich werde jetzt erstmal Mime einsetzen. Oder nicht. Ich überleg's mir. Aber lass uns doch mal versuchen. Alter Mann, laber keinen Scheiß. Was hast du für einen komischen Akzent drauf? Ich bin ein Schwab. Ich bin zwar ein Araber, heiße Araber, aber ich bin ein Schwab. Also aus dem Schwabenländle. Ja, genau. Ich bin ein Schwab aus dem Schwaberländli. Hast nichts anderes zum Dauer. Du sollst angreifen, Valos. Jetzt halt mal die Klappe, ich gebe mir Mühe. Ich sag's dir noch einmal. Du strengst dich jetzt auf, verdammt nochmal. Alter Mann, ich habe gerade 10.000 abgezogen, Mann. Das müsst ihr würdigen, Mann. Du, mein lieber Sado, wir haben gerade was zu besprechen. Und du kommst mit einem scheiß 10.000er Angriff. Denkst du, das interessiert uns? Nee. Wir haben Besseres zu tun. Wo guckst du jetzt schon wieder nach? Du musst jetzt angreifen. Alter Mann. Seit wann sag ich Alter? Ich bin noch nicht Sado. Tut mir leid. Bruder, du steckst mich an. Alter Mann, tu ich das, Mann? Ja, das tust du. Jungs, jetzt passt mal auf. Uns greifen ständig irgendwelche komischen Gegner an. Nicht mit meinem Klingensturm, Mann. Scheiße, der war schon mal stärker. Also ich hab einen Plan. Ich mach jetzt erstmal, oh mein Gott, ich bin vergiftet. Ich werde mir aber trotzdem Mühe geben. Oh nein, ich muss ja angreifen, was mache ich denn hier? Schnell.
Ich werde dir das nachahmen. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Ach, die haben ja Reflekt drauf. Scheiße. Shit, 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 shit. Das macht ja auch Eisra, aber Reflekt haut natürlich alles wieder zurück. Kettensäge, jetzt aber wahllos. Wenigstens du haust auf den Putz. Achso, ich darf die ganze Zeit angreifen und stattdessen wähle ich nichts aus und guck zu, wie die hier kämpfen. So, und jetzt? Oh, nochmal hier, hau mal eine Kettensäge raus. Kettensäge. Instead trifft natürlich nicht, oder? Zurzeit trifft es wieder. Aber es gab Zeiten, in denen diese Attacke nicht funktioniert hat. So, jetzt müssen wir erstmal wieder mit Fertigkeiten ein bisschen aufräumen. Metatoxi. Und Vitra. Vitra geht uns langsam aus. Zumindest Eisangriffe oder allgemeine Magieangriffe meine ich. Nicht Eisangriffe. So. Dann halten wir uns jetzt auf der rechten Seite und hangeln uns da entlang. Was ist hier? Noch ein Gegner? Oh ne, nicht schon wieder Uneo. Das ist ein Blutegel, wisst ihr? Das lernt man schon in Biologie. Alter Mann, erzähl keinen Schmarrn, Mann. Wir müssen jetzt kämpfen, Mann. Ich hab eine Idee. Ich setze jetzt mal Mime ein und kopiere deinen Angriff. Ich bin sowas wie Copycat, weißt du? Irgendwie stinkt mir dieser Gegner. Nicht nur dir, auch mir. Ja und, was machst du so im Schwabenländle? Ja, hajo, also ich hab einiges durch, weißt du? Das erste, was ich ständig machen muss, ist... Oh verdammt, da war ein Monster drin. Haltet euch fest, meine Damen und Herren. Oh, was ist das für ein Kleiner? Meister Tombury. Ja, schönen guten Tag. Wer bist du denn? Ich bin Meister Tombury. Meine Mama nennt mich auch Tombori. Hahaha. Stolperfalle. Was? Go, go. Du musst jetzt mal heilen. Magie. Hauen wir jetzt mal schön Eis oder was hat er für eine Schwäche? Feuer vielleicht. Okay, Item, Phönixfeder. Für den guten alten Walus. Was hat er für Angriffe drauf? Was ist das für ein Truhenmonster? Der kommt nicht aus der Truhe, der kommt aus der Hölle. Verdammt. Wie viel hat er jetzt Feuer abgezogen? Habe ich gar nicht gesehen. Barrierewechsel, was macht das? Null! Null hat es abgezogen! Aber der Sado, der räumt auf. Instant, funktioniert nicht. Magie leer. Greif mal normal an. Und Terra kriegt irgendwie nochmal hier ein bisschen was gut geschrieben, anscheinend. Ach, der wechselt immer seine Schwäche. Was ist das? Das ist doch unmenschlich! Nicht schlecht, muss ich schon sagen. Nicht schlecht. Solange er nicht ständig Stolperfalle einsetzt. Der liebe Herr. Und Kettensäge. Raus damit. Na gut, dann müssen die Gebrüder es eben schaffen, den aufzuhalten. Was ist das für ein blöder Tornado? Da kann mir der Esper-Mode erstmal gestohlen bleiben. Und Gadgets Kettensäge. Jetzt ist der gute alte Gogo wieder am Start. Entschuldigung, dass ich abgestürzt bin, aber oh, ich hab's ja ohne mich geschafft. Ja, bravissimo, ihr seid wirklich super. Alter Mann, du hättest uns helfen können, Mann. Entschuldigung, aber ich bin schon abgekratzt, wisst ihr? Gladius erhalten. Gladius ist doch so ein geiles Schwert, ne? Ausrüsten, Walus. Optimieren. Gladius. Der trägt jetzt einen Gladius. Ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Egal. Turboäther. Fertigkeiten. Terra. Magie. Vitra. Gut. Wir sind voll und es kann weitergehen. So wirklich weit sind wir bisher noch nicht gekommen, muss ich leider zugeben. Moment mal.
Geht's hier nicht weiter? Doch. Oh, hier waren wir schon mal. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Okay, wen machen wir als erstes kaputt? Ich weiß gar nicht, wie stark ist denn die Feuerzunge gegen diese Pflanzengegner? Mimen, dann macht er auch wieder Kettensäge. Das ist cool. Die greifen wir mal normal an. Und darüber... Wow, instant haut er raus. Der Go-Go. Ich liebe dich. Hallo, das ist eben meine Absicht. Ich habe die Fähigkeit, Leute zu imitieren. Und wisst ihr was? Das ist auch der Clou an der ganzen Sache. Durch das Imitieren kann ich Leute bissle helfe und die Arme greife. Wisst ihr? Ja. Okay, das reicht. Danke für die Erklärung. Hallo, ich wollte nur mal kurz mal festhalten, damit es jeder weiß, weißt du? Kettensäge. Und Mimen. Mimen. Hey, der Go-Go ist saugeil, aber den kann man nicht ausrüsten, habe ich gesehen. Also nicht, dass irgendjemand sagt, hey, du hast ihm noch keine Ausrüstung gegeben. Geht nicht. Habe ich versucht. Und Sado ist eh cool mit seinem Doppelangriff. La 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 la. So, wo führt das jetzt hin? Ah ja, hier geht's tiefer runter. Stattdessen möchte ich mal kurz gucken, was oben ist. Also ich glaube, das wird wieder so eine Höhle sein, in der wir uns etwas länger aufhalten werden. Kettensäge. Ah, normaler Angriff. Ah, zum Glück. Aber Mimen funktioniert eigentlich am besten, wenn davor Valos angreift, finde ich. Okay, ich könnte mit Sado irgendeinen coolen Blitz-Tag einsetzen. Und dann Mimen. Das wäre, glaube ich, auch ganz stark. Aber ansonsten kann man es eher vergessen. Perfekt. 3 Magiepunkte. Und hat Terra... Eigentlich müsste Terra die Esper tragen, ne? Um die ganzen Gar-Angriffe zu lernen. Müsste. So, ich mache mal einen Blitz-Tag. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nicht viel abziehen sollte. Kettensäge, sucht den Gegner aus. Ja, da ist in dem Fall der Normalangriff doch um einiges besser. Aber ich muss mal gucken, weil der Sado müsste mittlerweile auch andere Angriffe erlernt haben. Da und wieder den Instant raus. Go, go! A.K.A. Araba, ich liebe dich. Hallo, viele Dank. Ich mag euch wirklich sehr. Ständig werde ich von euch gelobt. Ich glaube, das war keine schlechte Idee, euch beizutreten, eure Gruppe. Wisst ihr? Ich glaube, das war das Beste, was mir je passieren konnte. Wieder raus, hau mit der Kettensäge, ey. Das sind die Kettensäge-Brüder. Der größte Scheiß an der ganzen Sache ist nur, dass ich ständig vergiftet werde. Terra! Magi, Atoxi, Sado. Vitra. Vita. Fast. Mich hier in die Kiste. X-Potion. X-Potion, ey, nix Potion hier. Und eine weitere Kiste. Ich greife lieber normal an. Mimen. Normaler Angriff. Kettensäge. Sekret. Was macht Sekret nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Irgendwas blockieren auf jeden Fall. Aber was genau, das steht noch in den Sternen. Tod, Stufe 5. So, sind die jetzt weg? Endlich. Aber der Gladius hat extrem viel abgezogen. Ich glaube, mehr als die Kettensäge, kann das sein? Magnet, Splitter. Da ist nichts. Ich gehe jetzt mal hier runter. Oh, hier kann man speichern. Das bedeutet, dass es gleich sehr, sehr heftig sein könnte. Je nachdem, was jetzt kommt. Eine Burg? Burg Doma? Ist es Burg... Hä? Was ist das für ein Ort? Ist es nicht Burg Doma? Hä? Nee. Keine Ahnung. Wo sind wir hier?
Hey, das sind doch die aus Narsch. Was ist jetzt los? Wow, Jungs, was ist los? Ein Esperangriff. Schickt doch unsere Esper in die Schlacht. Nein. Vor 1000 Jahren tobte an dieser Stätte eine Schlacht. Fürst Odin ist die einzige Esper, die uns geblieben ist. Sind seine Wunden verheilt? Das darf uns jetzt nicht kümmern. Odin ist unsere letzte Hoffnung. Eine Stadt, deren Lebenslicht während des Magikrieges erlosch. Sante Zuken! Boah, halbiert! Spannender Esperkampf. Sante Zuken! Haha, das juckt mich nicht. Auweia. Beeindruckend. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass du mich versteinern könntest. Ein alter Mythos berichtet von einem Kampf zwischen der Esper Odin und einem mächtigen Magus. Es soll sich im Thronsaal der Burg zugetragen haben. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Araba sagt Tschüss und bis dann. Tagebuch der Königin. Meine Liebe zu Odin kann ich nicht mehr leugnen. Verboten mag sie sein, doch Leidenschaft leugnet Vernunft.